Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Jo, das Viech hier nervt gewaltigst, aber was soll man machen? Ich möchte schon gern irgendwie kaputt hauen, ohne dass wir nach Möglichkeit sterben. Der randaliert da ganz schön, der Kerl. Das hau ich mal weg. So ein Mistviech. Vor allem kriege ich den irgendwie überhaupt nicht. Ich triff den halt überhaupt nicht. Das ist ärgerlich. Au. Ich verstehe das nicht. Kann man denn nicht irgendwie... Ich würde ihn schon gern, ne? Ich würde ihn schon gern was stutzen, ne? Keine Chance. Den erwischt man einfach nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so gedacht ist, oder? Der ist einfach nur da, um zu nerven, oder? Den kann man scheinbar nicht umhauen, oder? Aber ich treffe ihn halt auch überhaupt nicht. Dass der Grund ist? Nee, ha? Kann gar nicht sein. Nervig ist er echt. Vor allem stand er gerade vorher vor mir, ne? Nee, keine Chance. Das wird nervig bleiben, fürchte ich. Wie viele Pfeile habe ich noch? 9. Also nichts mehr. Ja, ja. Ich hätte ihn gern wenigstens einmal getroffen, ne? Einmal wäre schön gewesen. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? Das Gemeine ist halt, dass er auch nicht dumm ist. Das ist halt wirklich fies. Doch so schnell fliegt, ne? Ja. Ja. Hilft dir nichts, ne? Hilft eh nix. Was soll man machen? Ist halt alles weg jetzt, ne? Ach, Gottchen. Ja, das war auch keine gute Idee. Der hat mich erwischt, glaube ich. Ich brauche meine Ausrüstung. Ich hoffe, ich krieg sie noch. Der Dreck ist halt jetzt auch weg. Es ist halt alles weg, ne? Richtig doof. Ja, ich hätte es nicht riskieren sollen, ich weiß. Ah, was hätte ich machen sollen? Was hätte ich denn machen sollen? Ich wollte es halt probieren. Aber es soll nicht sein.
schaue jetzt, ob ich noch irgendwie. Ob das. Habe ich jemals können meine Sachen wiederholen? Ich glaube nicht, ne? Das musst alles neu bauen jetzt wieder, ne? Glaube ich. Gibt's keine Möglichkeit, dass man das wiederholen darf, ne? Nee, nee. Nein. Gut. Da hat man irgendwie überhaupt keinen Bock, ne? Auf so eine Scheiße. Das ist halt bitter. Richtig übel und bitter. Ich glaube nach wie vor, der Vogel ist nur dazu da, um uns zu ärgern. Mehr nicht. Der hat keinen höheren Zweck oder Sinn. Ja gut, dann werde ich auf zu meinem Floß zurückgehen und ja, wenn wir die Sachen nochmal bauen müssen, ne? Oh mein Gott, überlebe ich das? Ich probiere es mal, ist eh schon wurscht. Ist eh schon alles egal. Verloren ist verloren. Ich hätte zurückgehen sollen und das alles mal horten sollen, wär vernünftiger gewesen. Jo, somit ist jetzt alles weg, Leute. So, wie schauen wir aus mit Flaschen? Ja, die kann ich leicht herstellen, das ist kein Problem. Eine wenigstens haben wir schon mal was gerettet. Würdest du das jetzt bitte in die Schmelze schmeißen? Danke. So. Mit Kunststoff ein bisschen. So. Dann bauen wir halt wieder von vorne, weil wir es können. Das ist halt echt lästig. Dieses Viech wäre da echt. Ich könnte aber eigentlich gleich ablegen. Weil wenn wir jetzt eh alles verloren haben, Schmutz und so gibt es eh keinen mehr. Die Ziege bringt mir somit auch nichts. Hilft mir auch nichts, weil ich die Dings dazu nicht habe, das Netz, dass ich sie fangen könnte. Wobei einmal umhauen fürs Leder, das könnte ich versuchen noch, ne? Ob das geht. Das könnte ich probieren. Weil, wenn jetzt eh schon quasi alles verloren ist, ist es dann quasi eh schon wurscht. So. Jetzt ist die Frage, Schrott habe ich jetzt, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Dann kann ich eh nichts bauen. Genauso wie Planken ist auch alles weg, glaube ich. Einen Holzspeer, den nehme ich gleich mal für... Ah, da habe ich noch eine Flasche, habe ich ein Glück. Habe ich ein Glück, kann ich mir noch eine zweite basteln, das passt. Schere. Ah, Wolle. Stimmt, auf das habe ich noch gar nicht gedacht. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Schrott habe ich jetzt überhaupt nichts mehr, ne? Na, dann nehme ich da mal die Steinaxt. Dann den Haken, den würde ich schon gern bauen. Blanken Schrott hilft mir nichts, ich brauche Schrott. Blanke Kunststoff. Was ist mit dir? Durstig. Okay. Dann nimm mal. So. Den nimmst auch noch den Schluck. So, dann können wir das schon, meine Güte, befüllen. So, dann gehe ich meine zweite Flasche bauen. So, zack. Meine zweite Flasche bitte herstellen, die ist wichtig. So, für Bequemlichkeit. So, dann brauche ich jetzt, wie gesagt, einen Haken, beziehungsweise Dingens habe ich schon, die Schaufel. Bolzen und Planken, das wäre nicht so das Problem. Planken kriege ich eh recht fix.
Indem ich jetzt die Bäumchen hier kaputt hau. So. Immer schön her damit. Passt. Da hätte ich jetzt meine Planken. Jetzt brauche ich noch einen Bolzen. Der müsste hier drin sein. Einen Bolzen. Dann haben wir schon wieder mal eine Schaufel. Als nächstes wäre eine Angel gut. Da habe ich aber keinen Schrott. Naja, Angel ist nicht so wichtig eigentlich. Na klar, jetzt ist auch das Netz hier weg. Ist eh logisch. Dann werden wir den herstellen. Den Hammer. Ja, werde ich dann auch herstellen. Da werde ich mal die Kokosnuss wegessen. So. Neue Nüsschen anpflanzen. Einmal Palme, einmal Mango. Nein, mehr habe ich nicht. So. Und eine Mango. So. Und frisches Wasser. Zack. Und zack. Und Salzwasser. Zack. Und zack, zack, zack. Ja, man muss halt auch alles lernen, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Man muss das ja alles lernen. So. Nächstes. Da brauche ich eh nichts. Bogen bringt mir eh nichts. Der Speer wäre gut. Der wäre gut, gut. Ja, da werden wir die Mango noch killen. So. Sehr gut. Dann pflanzen wir gleich die Mango wieder ein. So. Schuss Wasser dazu, passt. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen Bolzen. Dann habe ich auch wieder mein Speerli. So, und einmal Metallspeer. Passt für später. Dann ist jetzt nur noch der Metallhaken, der fehlt. Aber da habe ich jetzt, wie gesagt, keinen Schrott. Das heißt, der Billig muss... Ah, den habe ich eh schon. Passt. Den habe ich. Das habe ich. Die Schere kommt nach hinten. Das kommt hier hin. Das kommt dahin. Was ist denn? Schnaufst denn schon wieder? Trinken habe ich. Dingsbums. Das habe ich auch alles. Das werden wir derweil weglegen. Seil auch. Erzbahn auch. Dann ein paar Schüsseln nehme ich mir jetzt mit. So. Ich glaube, die Grundausrüstung passt schon mal wieder. So, gut. Hier habe ich jetzt eh nichts drin. Nein, passt. Noch einen Schluck trinken. Gleich noch einen Schluck drauf. Füllen wir alles voll für mich. So. So. Dann gehen wir rauf wegen Essen schauen. Hauen wir uns die Buden voll. Den Bauch voll. So, ah, da fehlen Planken, ne? Ja, klar. Aber immerhin habe ich hier meine Suppe. Mahlzeit. So. So. Gleich eine neue. Opa, neue kochen. Ah, hier habe ich sogar ein bisschen Schrott, aber ich glaube, das reicht eh nicht. Glaub, das reicht nicht. Zwei, na, drei Schrott hätte ich gebraucht. Na, bringt eh nichts. Und zack, zack, so. Passt. So. Wow. Au. Dieses Viech. Das ist echt, also... sprachlos. So. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Ziege an. Was die uns bringt. So. Und dann hauen wir hier ab, weil...
Das war jetzt mehr, also Freud und Leid kombiniert war das jetzt. So. Am besten schnell hier durch. Wenn es möglich ist, gleich hier irgendwie rauf. So mal. So, wie geht's weiter? Hierüber glaube ich besser, dass ich raufkomme zur Ziege. Dann probieren wir es mal, ob sie uns Leder gibt. Ich meine, logisch wär's. Oh, schau mal. Haben wir Glück, ein paar Melönchen noch. Da oben noch eine rote Beere. Komme ich hier hoch zum Viech? Wow. Da drüben wäre die Ziege, ne? Tap, 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 tap. Kann ich hier rauf? Sonst muss ich ihn erst nochmal. Wow. Wow. Jetzt muss ich mein Glück echt hier probieren. Ich glaube, das war jetzt nur Glück. Na? Muss ich echt von seinem Nest drüber. Oh, schau mal. Ist da nochmal Dreck? Habe ich so ein Glück? Hör auf. Wow. Habe ich tatsächlich nochmal Glück? Okay. Aber das Glück werde ich jetzt nicht riskieren. Versuchen. Ich will zurück zu meinem Floß. Wie geht das am vernünftigsten? Hatte ich jetzt echt gerade so viel Glück. Wow. Das war jetzt echt ein unbeschreibliches Glück. Ich muss jetzt hier nur lebend rauskommen. Nach Möglichkeit. Optimal wäre halt noch, wenn ich noch schnell zur Ziege raufkomme. Ja, ich verstecke mich. Nach Möglichkeit, Hilfe. Das ist halt echt übel. So. Ich habe auch keine Ahnung, ob das funktioniert, eine Ziege zu killen. Hi, ich laufe hier nur durch. Bin ich hier safe? Ich glaube. Warten, bis er seinen Stein abgeschmissen hat und dann laufe ich so schnell ich kann rüber. Passt. Zur Ziege. Es tut mir leid, Ziege. Wirklich sehr leid. Wo rennst du denn hin? Alter. Ma, sie ist so süß, sie will sie nicht wehtun. Ah, ich muss mal kurz hier weg. Wow, Gott. Ich hasse dich, du Vieh. Echt. So. Wo ist sie denn jetzt? Ich weiß noch nicht, ob ich sie mit dem Speer erledigen kann. Glaube, die kann ich gar nicht erledigen. Ich will doch nur Leder haben. Hallo? Ah doch, man kann sie verletzen. Hä, wo ist sie? Da. Es tut mir so leid. Ich will es probieren wegen Leder, ne? Alter. Oh Gott. Er holt schon wieder einen Stein. Oh Gott. Mann. Mann. Hä? Geärger mich jetzt nicht. Tut mir eh leid, dass ich dich kaputt machen muss, aber Leder kriegt man im Normalfall halt über Tiere. Ist jetzt runtergesprungen? Da rüben ist sie. Mann. Jetzt ist sie eh schon vor mir und ich krieg sie nicht.
Wo ist jetzt? Alter, das kostet nur Zeit. Also. Ja, ist schon gut. Hallo? Sie ist wieder runtergehüpft, ne? Na, ich erwische sie einfach nicht. Das ist übel. Ach, Gottchen. Die Insel macht mich krank. Jawohl. Einmal erwischt, es tut mir sehr leid. Es tut mir echt sehr leid. Kann es gar nicht in Worte fassen. Du tust mir nicht leid. Boah. Saufig. Hallo? Lass dich bitte pieksen. Mach's mir nicht so schwer. Es tut mir mehr weh wie dir. Ehrlich, schwöre. Alter. Immer dieses Hin und Her, ne? 3 Minuten brauchen, um eine Ziege zu killen. Nachdem es eh alles schon verloren... Alter. Jetzt rennen sie wieder 3 Kilometer... Boah, habe ich jetzt Glück gehabt? Ich glaube... Vogel. Er holt schon den nächsten Stein. Boah. Jawohl. Ist jetzt gestorben? Na, ich glaube nicht, oder? Na, da rennt sie noch. Boah, die hält auch was aus. Ich hoffe, dass man kein Kürschnermesser oder sowas braucht. Alter! 3 Meter weggestanden, ne? Hallo? Lass dich jetzt mal umbringen, ha? Huh? Danke. So, ich hoffe, sie ist bald soweit. Ist echt übel. Bin da echt kein Fan davon, aber... Was soll ich denn machen? Bin ich jetzt noch hungrig auch noch, oder was? Ja. Erstmal die Melone weg. So, haben wir wieder ein bisschen Energie. So, wo ist sie jetzt? Es kann nicht sein, dass sie noch allzu viel Leben hat, oder? Au! Du bist schuld, weil du nicht sterben willst. Vielleicht kann sie auch gar nicht sterben, aber wie geht das? Alles, was blutet, kann sterben, oder? Aha. Hallo. Ah, heute schon ein Stein. Dieser Vogel, ne? Mann. Hallo? Ziege? Alter, au. Ich stehe nochmal, wenn es so weitergeht.
Bitte, ich will doch nur dein Leder. So langsam habe ich das Gefühl, das soll nicht sein. Nee. Essen habe ich auch fast nichts mehr. Mit dem Speer ist scheiße. Echt. So, jetzt haben wir's. So, geht da jetzt was? Geht nix. Echt jetzt. Dein Ernst? Kein Leder? Gar nix. So, ich hau hier jetzt ab. Jetzt reicht's. So. Heureka! Es ist echt eine Fail-Insel. Das ist unglaublich. Tschüss. So. Echt, also habe ich gar keinen Bock mehr. Da muss ich mich ärgern jetzt auch noch. Echt. Nee. Muss ich mich jetzt glatt noch ärgern. So, dann probieren wir den Scheiß da oben, ne? Da muss ich mich jetzt da sehr weit... Falsch. Ausschalten mit Batteriesperren. So. Boah! Dieser Hai! Ich könnte ihn erschießen am liebsten, echt. Ich meine, was soll das? Kannst nicht mal richtig arbeiten mehr hier. So, ich glaube, darüber muss ich. Hallo, du darfst ablegen. Er wird wohl irgendwann abhauen hier. So, einmal essen. Dann wieder mal kochen. Es ist echt übel, ist das, muss man schon sagen. So. Und hier. So. So. Servus, Möwe. Manchmal ist man einfach nur sprachlos. Habe ich keine Ahnung, ob wir ablegen. Ich habe nämlich gerade nicht einmal Sachen, glaube ich, für ein Battle. So, haben die Biester meine ganze Ernte aufgefressen? Ja. Sehr gut. So eine Kackinsel, unglaublich. So. Genau, das wollte ich hier reinschmeißen. Passt. Ja, ich bin etwas wütend. Aber nur etwas. So. Habe ich die arme Ziege jetzt umsonst gequält. Sehr gut. Sehr gut. Zum Glück gibt es hier keine Tierschütze mehr. Die sind ja alle abgesoffen. So. Genau. Den Schmutz. Könnte ich ja zumindest mal hier eine Wiese bauen, ne? Schmutz habe ich dann eh zwei. Blanken kriege ich eh gleich. Kann ich vorbei. Wobei, könnte ich ja eh schon hier die Bäume schlachten. So. Dann komme ich schneller zu meinem gewünschten Item.
Wow, wir haben Sämlinge bekommen. Wo soll man denn das hinschreiben? Planken habe ich jetzt 5. Das heißt, der Mangobaum hier wird auch noch dran glauben. Und hier haben wir auch noch eine Palme hin. So. Zum Wohl. So. Mein Floß ist ein einziger Trümmerhaufen. Sehr schön. So, und mein Schmutz noch. Den habe ich hier irgendwo reingeschmissen, glaube ich. Hoffe ich. Da. So, einmal Wiese. So. Gut. Ich denke mal... So. Jetzt haben wir auch Wiese. Schön. Das hätten wir auch. Für irgendwann mal in ferner Zukunft. Dass wir dann vielleicht mal ein Viech finden, das dann auch bei uns bleiben möchte. So. Mistviech. Gut, dann muss ich nebenbei mal wieder alles hier aufbauen, weil aus irgendwelchen komischen Gründen ist hier alles kaputt gegangen. Wie sowas passieren kann, ist mir ein Rätsel. Hust. Ja. So, kommen wir an unser Ziel? Nein. Ganz im Gegenteil. Boy. So, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ich bräuchte Dinge. Mal schauen. 27, 28. Wir steuern daran weg. Warum? Soll doch in dieser Richtung sein. Der Wind ist in der gegengesetzten Richtung. Das heißt, ich müsste paddeln oder was? Ja, für die Muskeln oder wie, ne? Wo waren das jetzt drinnen? Hallo? Ah, hier. Planken und Seil, und das habe ich halt natürlich nicht. Ich hätte noch können die Bäume fällen, schon klar, aber egal. Der Part ist hier zu Ende. Okay. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Chaos hier seht, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!